Willkommen bei Chappie, erklärt euch die Apple-Welt. Ja, heute wollen wir noch ein bisschen Geld sparen. Und zwar habe ich mir den neuen Mac Mini mit M2-Prozessor bestellt. Und da kommen mir immer die verschiedenen Fragen nach der Grundkonfiguration auf. Und unter anderem ist natürlich ein großer Punkt, wie groß soll die Festplatte sein? Und Apple hat ja durchaus recht üppige Preise oder Aufpreise, die den Speicher betreffen, sowohl den RAM wie auch die Festplatte. Und man kann beides halt aus technischen Gründen nicht aufrüsten, weil einfach alles fest sofort mit dem Prozessor verlötet ist. Deswegen könnt ihr nachträglich keinen RAM reindrücken oder die Festplatte tauschen oder sonst irgendwas. Das ist natürlich extrem ärgerlich, aber was will man machen? Dafür hält Apple die Preiskonfiguration relativ einfach, sprich doppelter Speicher. 8, 6, 8, von 8 auf 16 plus 230 Euro Festplatte, 256 auf 512, auch nochmal 230 Euro. Ja, schöne Sache. Und wenn man sich ein bisschen guckt, was so Speichermedien kosten, kommt man relativ schnell darauf, dass das echt extrem viel ist. Gut, wie gesagt, Speicher haben wir halt keine Möglichkeit, aber Festplatte, da haben wir mittlerweile technische Möglichkeiten, wo ich sage, da lohnt sich durchaus mal da was zu ändern. Und zwar gibt es einmal die teure Version. Ihr kauft euch eine Thunderbolt-Festplatte. Kurze Erklärung: Der Thunderbolt-Anschluss kann 40 Gigabit übertragen. Damit kriegt ihr eine schnelle, gute SSD-Festplatte, tatsächlich annähernd so schnell wie die interne. Problem daran ist aber, allein das Case kostet schon so roundabout 200 Euro. Das ist natürlich schon eine Masse Kohle. Dann müsst ihr noch eine wirklich schnelle SSD da reinpacken. Ja, jetzt kann man rechnen, wie man will. Ja, dann kann man sagen, okay, dann haben wir 200 für Case und nochmal, sagen wir mal, 100 für die Platte, sind wir zwar bei 300. Dann haben wir aber einen Speicherplatz, der natürlich nicht 256 Gigabyte mehr ist, sondern ein Terabyte oder so. Ja. Ihr wisst aber auch, ich bin eher für die sparsame Lösung und deswegen nehmen wir einfach ein Gehäuse, was 10 Gigabit schafft. Und damit sollten wir eine Lese-Schreibgeschwindigkeit von 1000 Megabyte auch in der Praxis schaffen. Und das will ich einfach mal testen. Und die Variante ist halt auch günstiger. Aber es ist nicht so einfach, so ein Gehäuse zu finden, weil oftmals Sachen draufstehen, die dann im Kleingedruckten revidiert werden. Ja, alles schwierig. Ich verlinke euch natürlich die ganzen Sachen. Hit dieses Gehäuse ist allerdings nicht hier in Deutschland erhältlich. Das habe ich bei AliExpress gekauft. Es gibt aber ein alternatives auch hier bei Amazon. Das verlinke ich euch auch. Das ist halt nur ein bisschen teurer. Also, das hat, glaube ich, so gut 60 Euro gekostet. Dauert natürlich auch 3 Wochen, bis das von China hier ist. Das, was ich euch verlinke, kostet, ich glaube, 100, 110. Und das ist natürlich 2, 3 Tage später auch wieder da. So, und hiermit lösen wir im Prinzip zwei Probleme auf einmal. Weil wir haben ja auch noch die Thematik, der Mac Mini zumindest nicht so sonderlich viele Anschlüsse von Haus aus dabei hat. Und dieses Gehäuse hat neben der Festplatte, die wir gleich dann mal verbauen werden, auch noch zusätzliche Anschlüsse. Ja, was haben wir drin? Wir haben das eigentliche Case, das gucken wir uns gleich mal an. Dann haben wir hier noch ein paar Schräubchen und ein paar Pads. Und wir haben natürlich ein Kabel und wir haben sogar einen Schraubenzieher. Ich bin begeistert. Ja, und da fängt es auch schon an. Also USB-C, das ist ja der USB-C-Anschluss. Aber der USB-C-Anschluss, zumindest vom Kabel her, kann so ziemlich alles sein. Es kann sein, er schafft eine USB 2.0, da kann sein, er schafft 3.0, kann sein, er schafft 3.1, kann sein, es ist ein Thunderbolt-Kabel. Also ganz, ganz schwierig und ist auch alles ein bisschen kompliziert, weil es manche Kabel gibt, die können einfach nur mit 100 Watt laden, weil auch das ist ein USB-C-Merkmal. Ja, ganz schwierig. Also ich bin jetzt so übergegangen, damit man, wenn man sich mit der Materie mal vertraut gemacht hat, zumindest sich die Kabel kauft, wo es draufsteht. So, und hier habe ich zum Beispiel ein USB-C und da steht drauf 10 Gigabits. Ja? Das heißt, mit dem Kabel kann ich auch die 10 Gigabits über das Kabel schieben, weil was bringt euch das? Wenn ihr irgendein billiges Kabel nimmt, weil ihr noch irgendwo rumliegen habt,
das unterstützt aber keine 10 Gigabit, sondern im Zweifelsfall oder meistens sogar nur 5. Und 5 ist dann schon ein bisschen eng. Und hier habe ich zum Beispiel eins, war dieses 100 Watt Laden unterstützt. Also auch Ethernet-Kabel, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, muss nicht unbedingt auch 100 Watt Laden unterstützen. Also ihr merkt schon, es wird ein bisschen kompliziert. Aber Fragen könnt ihr gerne stellen, weil aktuell bin ich zumindest schon mal, bin ich noch informiert. Aber so Sachen vergisst man ja auch immer. Ja, also von der Größe her ist ungefähr wie meine Hand, ist eigentlich ein USB-Hub. Ja. Wir haben hier einmal USB 3.1 und da steht auch praktischerweise bei 10 Gigabit. Noch ein 3.1 mit 10 Gigabit. Dann können wir ein HDMI 4K durchschleifen. Wir haben auch die Kartenleser, weil die fehlen ja beim Mac Mini komplett. Und wir haben hier den 100 Watt Lademöglichkeit, wobei ich gespannt bin, ob das funktioniert. Hier kommt unser Signal rein. Und hier haben wir nochmal ein 10 Gigabit USB-C 3.1. Also da sind wir gut ausgestattet. Was schon mal die Anschlüsse betrifft, da gibt es ja auch viele Varianten, ja, ob man die jetzt lieber oben hat oder vorne. Also ich habe sie lieber vorne. Und was halt interessant ist, wo wir wieder auf den Anfang zurückkommen, hier unten könnt ihr eine Festplatte verbauen. Und auch da fängt es wieder an. Ja. Es ist klar, wir brauchen hier so eine M2. Ja, das ist schon mal klar. Aber es gibt M2 mit dem SATA Standard und dann seid ihr bei 6 Gigabit nämlich begrenzt. Dann ist Ende, das ist zwar auch schon flott, aber eigentlich ja nicht das, was man so will oder was man machen kann, zumindest wenn man einen 10 Gigabit Anschluss hat. Sondern ihr müsst gucken, dass das eine sogenannte NVMe ist, ja, weil die ist dann nicht limitiert und die geht viel, viel höher. Wie hoch, weiß ich jetzt gerade gar nicht, um ehrlich zu sein, aber sie geht, hat zumindest mal die 10 Gigabit, die wir auch in USB 3.1 kriegen können. Die verlinke ich euch auch. Die ist aber auch aus China, aber da gibt es auch halt ganz viele unterschiedliche andere vergleichbare. Die kosten ungefähr 30 Euro bei 512 Gigabyte. Ich habe die jetzt zum Testen mal genommen. Prinzipiell will ich ja eigentlich mehr. Und man sieht auch hier wunderbar, da ist auch noch ein Speicherchip übrig. Die hätte man also auch ganz locker auf 1 Terabyte hochmachen können. Und hier sieht man auch den Chipsatz, der verbaut ist. So. Was mich allerdings ein bisschen wundert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise haben die Cases noch Wärmeleitpads. Weil die Dinger werden bei ordentlicher Betrachtung schon recht warm. Kann natürlich sein, dass ich euch eben Blödsinn erzählt habe. Ich habe schon eben gesagt, hier sind ein paar Pads bei. Ja, habe ich gesagt, genau. Aber wahrscheinlich sind das nämlich Wärmeleitpads. Genau, das sind nämlich Wärmeleitpads. Das sind gar keine anderen Pads, das sind Wärmeleitpads. Hier haben wir noch die Füßchen. Da haben wir die Schrauben für das Gehäuse. Sogar zu viele, das ist praktisch als Ersatz. Und hier, das müsste wahrscheinlich die Schraube sein, um nachher die SSD festzumachen. So, also, wie geht's? Wie machen wir's? Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Also, ihr könnt verschiedene Längen hier reinbauen. Die, die ihr braucht. Die gängigste ist tatsächlich, glaube ich, die hier. Ich weiß nicht, wie lang die ist, aber ist mir egal. Und ihr habt hier da eine Einkerbung und ihr habt hier eine Einkerbung. Also legt ihr die ganz normal da rein, wie früher auch ein Speicherstick. So, dann steht die so ein bisschen hoch. Dafür brauchen wir dieses Schräubchen. Und drückt man die einfach ein bisschen runter und dann schraubt man die einfach hier so fest. Das war es auch schon. So, und dann nehmen wir uns welche von den Pads, von den Wärmeleitpads, eine Seite ab. Dann kleben wir den hier auf den einen Speicher. Und dann nehmen wir ein zweites Pad. Da ist unten schon nichts mehr drauf. Und den kleben wir hier auf den Prozessor. Kurz festdrücken. Und wichtig ist halt, dass er auf der anderen Seite auch dieses Ding abmacht, aber sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn und da wird auch nichts abgeleitet. Aber das sollte ja klar sein. So, und dann setzen wir die andere Seite hier drauf
und verschrauben das ordentlich. So, ich habe jetzt mal umgeschaltet. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Platte wirklich so bringt. Also theoretische Daten, wie gesagt, 10 Gigabit umgerechnet auf Megabyte pro Sekunde wären 1250. Aber das ist ja in der Tat nur ein extrem theoretischer Wert. Ich erhoffe mir den nicht. Also ich würde sagen, so ja, 1000 MB sollte man eigentlich schon schaffen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was die interne SSD so bringt. Das ist jetzt noch ein alter Mac und zwar von 2018. Von 2022, also der letzte Intel Mac, also der vor dem M1, ist aber egal, ist ein paar Tage alt. So, wollen wir mal gucken, was da die interne so bringt. Ich habe jetzt mal gelesen, die 9 bei dem M1 oder M2 wären gar nicht mehr so schnell wie Hitty hier, aber das werden wir dann auch sehen. Also wir sehen, die macht im Schreiben so 1800 ungefähr und im Lesen 2,6. Also von meinen Verhältnissen ist die schon ziemlich flott, ich kann da keine zeitlichen Verzögerungen oder so irgendwas merken. So, jetzt wollen wir mal gucken, was unsere neue Platte so macht. Und zwar, wir nehmen hier unsere SSD extern und lassen da mal durchlaufen. Okay, 850, da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Lesen ist ja immer ein bisschen schneller, da sind wir so bei 900. Also, ganz ehrlich, ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ist vielleicht der günstigen China-Festplatte geschuldet, weil eigentlich soll die natürlich viel, viel mehr machen. Kann aber natürlich auch am USB-Anschluss liegen, ja. Man weiß es nicht. Aber zumindest ist das schon höllisch schnell. Also wenn er im Vergleich eine normale HDD dranhängt aus der Datensicherung, die ist ja um Länge langsamer. Also von daher ist das eigentlich schon so in Ordnung. So, jetzt wollen wir noch einen Praxistest dahinter hängen. Ich habe jetzt hier mal meinen Download-Ordner. Das sind insgesamt hier 102 GB. Das ist ja schon ein bisschen was. Und wir haben 22.000 Objekte, ist ja auch schon mal ein bisschen was. So, den nehmen wir uns jetzt mal. Ich hoffe, das klappt überhaupt. Nö, geht auch gar nicht. Der packt mir gar keinen ganzen Ordner. So, da müssen wir ihn jetzt hier mal komplett markieren. Ist ja auch mal egal. Können wir auch mal machen. So, wir kopieren den ganzen Krempel und schmeißen ihn hier auf die externe. Und dann gucken wir mal, wie lange das so dauert. So, irgendwo müssen wir uns ja doch angezeigt werden. Da, zack. Also, er sagt 12 Minuten bei 112. Das sollte eigentlich ein bisschen schneller gehen. Wir rechnen mal, während wir warten. Also wird auch viel schneller. 102 Gigabyte. Durch 0,9 hatten wir ungefähr. Das heißt, er müsste in 113 Sekunden fertig sein. Also wäre ja eigentlich theoretisch unter 2 Minuten. Gut, unter 2 Minuten scheint das nicht zu machen. Also das ist allerdings was, was mich nicht so, das gefällt mir. Eins der wenigen Sachen, die mir im Mac nicht so gut gefallen. Ja. Es wird nicht angezeigt, wie schnell er jetzt gerade zieht. Also bei Windows-Systemen sieht man, wie schnell er da zieht. Ja. Hier müsst ihr halt ein bisschen warten. Aber auch da, finde ich, ist das okay. Also jetzt hat er ungefähr ein Viertel. Ja, das ist schon im Praxistest eine Ecke langsamer. Aber der wird wahrscheinlich immer so sein halt. Aber es ist schon schnell. Also ich denke, wie viele Stunden ich früher auf irgendwas warten musste. Oder auch wenn er Backup sich zieht oder so, ist das schon extrem schnell. Ich spreche das mal an jeder Stelle ab. Ich will den ganzen Kram ja gar nicht bei mir hier drauf haben. Ja, aber abschließend ist einfach zu sagen, das ist eine feine Sache. Also wir sind jetzt ungefähr bei 100 Euro. Wir haben eine 512er Festplatte da drin, die, sagen wir mal, mit 900 Megabyte schreibt und liest. Das ist schon verdammt flott. Und haben noch zusätzlich USB-Anschlüsse. Wir haben einen Kartenleser, der uns sowieso fehlt. Und es ist ein schickes Teil und nimmt nicht viel Platz weg. Und man kann ja auch mal, wenn man irgendwie zu Freunden, Bekannten will oder so, dann packt man sich da mal irgendwas drauf, nimmt die mit, schließt sie an irgendeinem Rechner an
Und dann könnt ihr euch die Daten tauschen oder ihr saugt euch da von dem Bekanntenwatt oder so. Also von daher finde ich eine super Sache. Wir haben eine Masse Geld gespart, ein bisschen was gelernt und es funktioniert. Was mir gerade noch einfällt, das könnten wir hier noch einstellen, weil wir können auch sagen, wir machen einfach mal Gigabyte-Dateien. Ob die dann immer noch so schnell ist? Ja, da tut sich jetzt nichts, aber meistens ist das bei kleineren Dateien, ist die auch ein bisschen langsamer. Jo. Aber so viel zu mir. Guckt euch die Sache einfach mal an. Ich finde es cool. Bis dahin, euer JP. Ciao, ciao.